Servus, ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute geht es mal darum, wie ihr den GTA Safe Editor auf eurem PC oder halt auf eurem Laptop installieren könnt. Mein letztes Video dazu ist schon sehr alt, deswegen zeige ich euch das heute nochmal, wie das Ganze funktioniert. Dazu müssen wir natürlich als erstes mal auf die Seite gehen, wo ihr das Ganze herunterladen könnt. Alles, was ich hier im Video zeige und alles, was ihr braucht, findet ihr als Link oder als Download immer in der Beschreibung, deswegen schaut da auf jeden Fall rein. Als erstes geht ihr auf den Link zur Seite x3t Infinity. Auf der Startseite könnt ihr euch anmelden, wenn ihr wollt. Das Ganze wäre dann hilfreich, wenn ihr später Outfits online holen wollt. Ansonsten könnt ihr das auch ohne Anmeldung machen. Und zwar geht ihr auf die linke Seite auf GTA 5, dann etwas nach unten auf den Safe Editor. Danach kommt ihr auf die nächste Seite. Ihr könnt das Ganze dann hier downloaden. Nur ganz wichtig, wenn ihr das Ganze für eure PlayStation 4 oder PlayStation 5 nutzen wollt, dann braucht ihr auch noch das Programm Safe Wizard. Da kommt ihr leider nicht drum herum, denn die ganzen Dateien sind decrypted und ihr müsst die erst entkrypten und das kann nur Safe Wizard. Deswegen, wenn ihr den Safe Editor nutzen wollt, um vielleicht im Story-Modus etwas zu ändern, mehr Geld zu bekommen oder euch einen Story-Fortschritt zu ercheaten, dann braucht ihr Safe Wizard dazu. Was anderes funktioniert nicht und es gibt auch keine Alternative und ihr könnt es auch nicht cracken. Wenn ihr dann auf Download geht, das habe ich jetzt hier auch schon mal vorbereitet, dann kommt ihr automatisch zu Mediafire und dann hier auf dieser Ebene sollte dann dastehen Downloaden und dann ladet ihr euch das Ganze einfach runter. Habt ihr nun den GTA Safe Editor heruntergeladen, können nun zwei Sachen passieren. Die erste ist, ihr bekommt genauso einen kleinen Bücherstapel wie ich mit so einer Gürtelschnalle darum. Was aber auch passieren kann ist, ihr habt dort nur ein weißes Blatt Papier. Das liegt dann daran, dass ihr wahrscheinlich noch kein WinRAR habt. Geht also wieder in die Beschreibung, downloadet euch WinRAR, installiert dieses Programm und nach dem Installieren solltet ihr so einen Bücherstapel hier haben. Sollte es aber dazu kommen, dass immer noch das weiße Blatt Papier da ist, dann einfach den Rechner, den Laptop neu starten und danach sollte aber auch dieser Bücherstapel dann erscheinen, da WinRAR meistens dann erst richtig installiert ist. Anschließend machen wir einen Doppelt-Linksklick auf diesen kleinen Stapel drauf. Dann werdet ihr schnell sehen, wenn ihr WinRAR habt. WinRAR fordert euch auf, die Vollversion zu kaufen. Müsst ihr aber nicht machen, das Ganze ist nur Werbung. Könnt ihr einfach wegklicken. Danach kommt der Launcher. Beim Launcher ist es jetzt auch wieder unterschiedlich, je nachdem, was für ein Betriebsprogramm ihr nutzt. Wenn ihr natürlich auch noch ein gutes Antivirenprogramm habt, dann kann es dazu führen, dass spätestens ab jetzt gleich das Virenprogramm ausschlägt. Ihr startet einfach das Programm und danach, wenn das Programm sich öffnet, seht ihr auch schon, mein Antivirenprogramm geht jetzt direkt auf. Wenn ihr zum Beispiel noch den Windows Defender drauf habt, kann es auch sein, dass dieser dieses Programm gar nicht erst starten lässt. Das heißt, ihr müsstet den dann ausschalten. Beim Antivirenprogramm die Meldung meistens einfach wegklicken und danach seht ihr auch schon die ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt mit diesem Launcher haben. Wir wollen jetzt natürlich erstmal nur GTA haben, also den GTA Safe Editor. Ihr seht meistens auch, wann der das erste Mal rausgekommen ist, wann das letzte Update gekommen ist, wie groß das ungefähr ist, auf was für einer Version er sich befindet, wo ihr das Ganze herunterladen könnt und wer das Ganze erstellt hat. Danach gehen wir nur noch auf Install. Dann sind Sie sich sicher, dass Sie GTA Safe Editor installieren wollen. Sind wir natürlich, deswegen gehen wir hier auf Yes. So, und nun wurde automatisch der GTA Safe Editor heruntergeladen. Es kann nun auch ab und zu sein, dass dann hier Updates drüber gemacht werden können, muss aber nicht unbedingt zwingend notwendig sein. Es gibt nämlich zwei Versionen von Updates, und zwar einmal, dass die komplette Software geupdatet werden muss und es gibt einmal den Resource Master. Wenn ihr zum Beispiel die Meldung bekommt, zum Beispiel diese Meldung, dass ihr den Resource Master herunterladen müsst, dann geht ihr auch wieder hier einfach auf die Webseite und dann seht ihr auf der Webseite Download Resource Master. Und dann könnt ihr euch das herunterladen. Das Programm fragt euch auch danach. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das updatet, gibt es hier oben rechts ein ausführliches Video dazu, wie man diesen Editor updatet. Auf der ersten Version mit dem Resource Master und einmal mit der kompletten Software-Version. Nachdem nun der Editor installiert ist, einfach wieder alle Fenster minimieren. Das Fenster mit der Exe könnt ihr komplett schließen. Das benötigen wir nicht nochmal. Ihr seht auch schon, dass jetzt direkt eine Verknüpfung zum GTA Safe Editor erstellt worden ist. Wir machen jetzt hier einen Rechtsklick erst drauf und dann als Administrator ausführen. Und ihr seht, das war's nun auch schon. Wir sind jetzt fertig. Das ganze Programm ist installiert. Wir sind auf der Version 3.5.0.0. Das ist aktuell die neueste Version. Und danach könnt ihr einfach auf GTA drauf gehen und dann auf Open File und könnt euch nun eine Datei heraussuchen, die ihr bearbeiten wollt. Ganz wichtig, wenn ihr Dateien bearbeiten wollt, muss am Anfang immer SGTA stehen. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr Spielstände für GTA finden könnt, schaut bitte unten in der Beschreibung. Da ist ein Discord-Link. Da gibt es nochmal
extra sortiert, Spielstände für GTA Story, Frozen Money und noch vieles andere. Ansonsten gibt es auch auf dem Kanal viele verschiedene Videos darüber, wie zum Beispiel fertige Safe Games für GTA direkt. Wenn ihr dann eine Datei habt, einfach draufklicken, auf Öffnen, schaut bitte, dass auch immer SGTA davor steht, dann fragt euch der Editor, ein Backup machen, ja oder nein, das heißt einfach nur, dass die Ebene dupliziert wird. Ich klicke meistens auf Nein und danach seid ihr nun schon in der Lage, mit dem GTA Safe Editor euren Spielstand im Story-Modus oder mit verschiedenen kleinen Tricks halt auch im Online-Modus etwas zu erstellen. Ich werde jetzt hier ab der Stelle einen Cut machen, das war's jetzt erstmal zum Downloaden, Installieren und das erste Anwenden. Im nächsten Video geht es dann darum, was ihr alles mit dem Safe Editor anstellen könnt und vor allen Dingen auch für die Leute, die es interessiert, den DMO Lite. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen und für die Leute, die neu auf diesem Kanal sind, ihr könnt natürlich auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns im nächsten Video. Haut rein und tschüss. We'll be right back.